Wie schützen Sie eine Ihre Kabelverbindung? Zum Beispiel gegen Wurzeleinwuchs? Man sieht hier richtig, wie tief die Wurzel in so eine Muffe eindringen kann. Wenn Sie das Video gesehen haben, wissen Sie, wie es funktioniert. Und dann wissen Sie auch ganz genau, auf welche Bezeichnung Sie beim Kauf achten sollten. Hallo und herzlich willkommen in der Hellermann-Titan-Akademie. Sollten Sie zum ersten Mal auf unserem Kanal sein, dann bitte abonnieren Sie und drücken Sie die Klingel, damit Sie in Zukunft nichts mehr verpassen, um Ihr Kabelmanagement zu optimieren. Wir sprechen heute über das Thema IP68. Ihr hört, im Hintergrund wird gearbeitet, so ist das nun mal in einer echten Werkstatt. Das ist heute unser Thema. Sind Gelmuffen eigentlich gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt? Was bedeutet die Schutzklasse? IP heißt nur International Protection. Die 6 bedeutet, es ist absolut staubdicht. Und die 8 am Ende heißt Schutz gegen dauerndes Untertauchen. Das bedeutet, die Gelmuffe kann auch unter Wasser eingesetzt werden. Das erste Beispiel ist unsere Gelmuffe Relisil. Hier kann man durch die Dichtung und die Verschraubung IP68 erreichen. Genauso auch wie mit unserem Artikel Relilight. Hier werden die 2 Gelhälften zusammengeschraubt, erreicht ebenfalls IP68. Wenn Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen wollen, wie eine Gelmuffe installiert wird, dann klicken Sie oben auf den Link. Unsere Produkte Relilight und Relisil sind somit bestens geeignet, um Ihre Kabelverbindung sicher vor Staub und vor Wurzeleinwuchs zu schützen. Somit nie wieder Wurzeleinwuchs. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir ein Like. Wollen Sie noch viel mehr Informationen? Klicken Sie unten auf den Link. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der Hellermann-Titan-Akademie.